Hallo, hallo, hallo. Hier bin ich, Amy, von Amy J's Creations. Ich versuche jetzt, das zweite Mal ein Video auf Deutsch zu machen. Der erste ist sehr gut angekommen. Die Leute waren sehr Mensch. Die Menschen waren sehr nett und lieb. Meine Aussprache, das freut alle. Man merkt sofort, gell? Sofort der Mund öffnet. Naja, wieso war ich so lange weg? Ihr hört es? Es war kein Covid. Ich meine, ich habe einen Test genommen, mein Mann hat einen Test genommen, mein Sohn hat einen Test genommen, meine Tochter hat einen Test genommen. Wir waren alle todkrank, aber es war alle negativ. Aber ich huste seit über einem Monat. Es ist schon viel besser als vorher, aber sobald ich anfange zu reden, kommt die Husten wieder. So, ich werde es kurz anhalten. Ich werde einfach zeigen, was ich gemacht habe in dieser Zeit. Well, einigermaßen. Das erste größte Projekt war, ich mache... I don't have any idea. Wie sagt man das auf Deutsch? Okay, ihr habt den Weihnachtsbaum, gell? Und unten, rund um den Baum, kommt ein schönes, ein Quilt oder eine Decke oder eine, auf Englisch, Tree Skirt, so ein Rock. Und das habe ich zusammen genäht vor vielen Jahren, mindestens 6 Jahren, vielleicht mehr. Und dann habe ich es nie fertig gequilt. Und dieses Jahr, es war auf meinem Whip-Go, das zu machen. Und... das habe ich getan. Danke, danke. Ich bin sehr stolz auf mich. Die Kinder haben sich gefreut. Die sagen, Mama, du hast es jetzt endlich fertig. Weil jedes Jahr, ist das Tree Skirt fertig? Nein, ja, dann nehmen wir irgendetwas. Oder gar nichts unter dem Baum. Aber es macht viel aus. Es sieht so schön. Besonders, wenn alle die Geschenke weg sind. Es sieht immer noch so weihnachtlich. Ich habe so eine, ich nehme es nicht. Es ist noch unter dem Baum. Aber es ist ein ganz schönes Rot mit Gold überall. Und dann habe ich es mit einem goldenen Pfad gequiltet. Sieht wirklich schön aus. Und ja, sehr festlich. So, ich bin sehr stolz auf das. Und dann wollte ich was ganz Einfaches machen. Ich war krank. Ich hatte nicht so viel Energie. Ich war ein bisschen deprimiert. Weil eben das erste Weihnachten, wenn nicht alle die Kinder zu Hause waren. Und ich meine, es ist was anderes, wenn das Kind weg ist, weil es verheiratet ist. Oder es macht irgendeine tolle Ausbildung im Fernen oder irgend sowas. Aber wie mein Sohn gegangen ist, war das nicht was Schönes. Und ja, ich war traurig. Und ich merke erst jetzt, wie deprimiert ich war, weil jetzt komme ich ein bisschen raus, gell? Wenn man im Dunkeln ist, man merkt erst, wenn man Licht sieht, wie dunkel es war. So ist es. Aber ebenfalls, ich war müde, ich war krank, ich war deprimiert. Ich hatte keinen Bock, ehrlich gesagt. So, ich wollte was ganz Einfaches. Und was ist einfacher als ein Freebie von Stitching von the Housewives? So, das habe ich gemacht. Und dann hatte ich genügend Stoff und ich dachte, ich mache was anderes auf der anderen Ende. Das ist auch noch ein Freebie. Oh, hier. Ich glaube, ich habe das total in die falsche Richtung in meinem englischen Video gezeigt. Naja, okay. ich weiß nicht, wer der Designer war, es ist irgendwie auf meinem Pinterest. Ich werde versuchen, besser zu sein im Neujahr, aber das ist zukünftige Amy ihr Problem. Jetzt bin ich zufrieden mit dem. So, dann habe ich das. Und dann gab es noch Platz auf diesen selbstgefärbten grünen Stoff. Und so habe ich, Moment, immer noch rückwärts, das genäht. Auch ein Freebie. Und so, jetzt habe ich 3 Projekte, die ich fertig machen kann für nächstes Jahr. Ich glaube, ich werde die nicht
zum Anhänger für den Baum, sondern kleine, ganz kleine Kissen machen. Ich glaube. Mal schauen. Oh, ich habe das andere, was ich gestickt habe, ist mein Geschenk, das ich geschickt habe für den Wichteln, die Stitch-Inoke und Crafty. Crafty Evie? Crafty Lise? Sie heißt Yvonne. Auf jeden Fall. Sie hat es organisiert. Und Ilonka hat Werbung gemacht dafür, für diesen Wichteltausch. Hat so viel Spaß gemacht, einfach kleine Geschenke zu suchen und überlegen, was soll ich von der Schweiz schicken. So, natürlich habe ich Schokolade, mein Lieblingsschokolade. Übrigens Dunkelschokolade mit Karamell und Salz. Prima. Und dann, die heißen Birnenweckli. Es ist, ja, ich kann es nicht beschreiben. Aber jedes Mal, wenn ich Besuch kriege aus Amerika, sage ich immer, okay, ihr müsst das probieren, ihr müsst das essen. Und es gibt keine einzige Person, der gesagt hat, oh, das ist komisch. Alle haben gesagt, hey, was ist das? Ja, genau. Ich schicke mit meiner Tochter immer ganz viel nach Hause, damit sie die essen kann. So, ich habe das mitgeschickt, habe ein ganz schönes Bändeli gefunden. Und hier, okay, so ich dachte, ich filme das kurz und mit Editing tue es später in meinem anderen Video. Das ist das kleine Geschenk, das ich für meine Wichtel mache, die Crafty Evie und Stitchy Lonka organisiert hatten. I don't know. Auf jeden Fall, es ist sehr süß. Es ist von Doreen Jones. Es ist ein Freebie-Muster auf ihren Facebook-Page. Ich habe alle die Called for Colors benutzt. Alle die Farben. Wie würde man das sagen? Alle die, ja, genannten Farben. Ja, ich muss mehr deutsche Flosstubes zuschauen und merken, wie die das sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr süß, sehr niedlich. Ich liebe es. Ich hoffe, dass meine Partnerin es auch Freude dran hat. Natürlich ist es nicht das Einzelne, aber das ist das alles, was gestickt ist und so. Das zeige ich euch hier jetzt. So, jetzt habt ihr dann das Video gesehen, wann alles richtig klappt. Was ich genäht habe. Und ich glaube, es ist am besten, wenn man misst, ob man was richtig gestickt habe für den Tausch ist, für den Austausch. Ich wollte es nicht hergeben. Ich wollte es für mich behalten. Es ist so süß geworden. Und so jetzt muss ich dann für mich selber auch eins nähen. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Und was ich gekriegt habe, ist auch schön. So, sehr hübsch. Und sie hat mir auch so Badesalz und ein Weihnachtsbaumkleber und ein paar Schokis und ein kleines Notizblock. Den kann man immer benutzen. Ich weiß nicht, ob ich das so in diesem Rahmen behalten werde. Ich glaube, ich werde es auch in einem Kissen umwandeln. Weil das passt mehr zu, wie ich dekoriere zu Weihnachten. Aber ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben und die es organisiert haben. Ihr habt es spitze gemacht. Aber das Schicken von die Schweiz. Ich wusste, ich hätte es. Ich wollte es eigentlich in Deutschland per Post schicken, aber ich habe es nicht fertig gekriegt und so dann, naja, es wird billiger, aber es ist nicht so schlimm von der Schweiz. 20 Franken. Und dann musste ich einen Zollding ausfüllen. So, ich glaube, es war 25 Franken. Verrückt. Aber ich sag's nur, nächstes Mal, ich muss mich bemühen, schneller zu arbeiten, damit ich es von Deutschland schicken kann. Aber ich habe es gerne bezahlt. Ich hoffe, meine Wichtel hat's
Oder ich war die Wichtel. Ich hoffe, die Frau hat Freude daran gehabt, weil ich habe wirklich, es hat mir eine Freude gemacht, es zu schicken. So, fertig. Ja, und dann, ich war fertig mit dem, mit den Weihnachtssachen und ich dachte, naja, was habe ich noch auf diesem Whip-Go-Tabelle? Ja, oh ja, diese Weihnachtshexe oder Weihnachtshexe. Diese Erntehexe. Ja, und dann, ach, Amy, es ist fast fertig. Mach es. So, ich habe die Blätter fertig gemacht und diese Dings, Curlicues, keine Ahnung. Und dann, das war alles, was ich sticken musste. Und dann habe ich angefangen mit dem Backstitch. Ich habe nur noch die Kürbis muss gemacht werden und dann ist es wirklich fertig. Ihr werdet sehen, auf dem Original, zuerst gab dieses Rahmen. Ich habe das nicht gestickt, weil ich hatte diese süße Knöpfe nicht mehr. Und dieses Ding ist uralt, ist von 1996. Und ich dachte, ich finde diese Knöpfe nicht mehr. Ich werde nicht auch $20 auf eBay bezahlen dafür. Das ist wahnsinnig. Ich lasse das einfach weg. Und dann habe ich auch gedacht, alle diese Blätter, das ist zu viel Grün für mich. Ich will mehr, dass es das orange und schwarz ist. Für Halloween. Und so, dann habe ich das, ich habe entschieden, die wegzulassen. Und darum wird das leer bleiben. Und ja, ich bin so froh. Ich werde wahrscheinlich heute Abend das fertig kriegen mit dem Backstitch in der Kürbis. Und dann kann ich es fertig machen. Ganz, ganz fertig. Ein FFO, Fully Finished. Meine Tochter hat mir ein paar Geschenke mitgebracht, die ich, meine Mutter und Vater haben mir Geld geschenkt letztes Jahr auf Amazon, ein Amazon-Giftcard. Und ich glaube, es sollte für die Familie sein. Aber ich habe es alles für mich benutzt. Und, Entschuldigung. Ich habe zwei Cones gekauft. Schwarz und B5200, diese ganz, ganz schneeweiß. Ich habe Pläne für das. Und ein paar Nadeln habe ich. Oh, und ich habe ein Weihnachtsgeschenk von Dan, Frosty X-Stitch bekommen. Vielen, vielen Dank, Dan. Wo genau es jetzt ist, weiß ich nicht. Ich habe es in einem sicheren Ort getan und es ist sehr sicher. Aber ich werde es beschreiben. Es ist eine Holzschachtel mit drei Abteilungen und drin war Schoki und Tee. Sehr schön, sehr lieb. Aber ich weiß oder ich hoffe, sie hat es so geschickt, weil sie wusste, diese Schachtel ist perfekt für Kreuzstich. Oh. Ich sofort, als ich es geöffnet habe, kam mir die ersten 15 Sekunden alle diese Gedanken. Soll ich es färben? Soll ich es mit nur ein Stain? I don't know what that is. How do you say that? Damit das Holz wie Holz nicht mehr noch aussieht, aber ein bisschen dunkler, weil es ist ganz natürliches Holz. Oder soll ich es ja malen mit einer Farbe, weiß oder rot oder was weiß ich? Es hat drei verschiedene Abteilungen. Soll der Kreuzstich innen drin kommen, damit es beschützt ist von Staub ich will sagen mit der Kopf, aber das ist nicht mit der Lid. I know that word. Ja, mit der Dings. Und der obere Teil. Oder soll der Kreuzstich oben drin kommen und dann kann ich andere Sachen hineintun? So viele Gedanken, so viele Ideen, auf alles auf einmal. So, ich freue mich, vielen, vielen Dank, Dan, das war sehr nett. Und dann eine zweite Weihnachtsgeschenk habe ich von Ihnen bekommen. Ich bin immer eine, ich mache einfach so, ich mache keine Details, wie ihr wisst, gell? Mein Flusstube ist nicht so reich an Infos, mehr an Ideen. Auf jeden Fall, sie hat uns ein selbstgebasteltes Book of Days geschenkt. Und ein paar, wo sind die jetzt? Auf
Aufkleber, um es schön zu machen. Gute Idee, ich werde es nächstes Jahr benutzen. Nächstes Jahr in 2 Tage. damit ich hoffentlich doch mehr Infos in meinen Floss-Tubes geben kann. Und das übrigens, das andere ist, ich weiß nicht, ob ich wirklich immer noch jede zweite Woche, es kommt drauf an, ob ich filmen werde, weil ich überlege, eigentlich, normalerweise, war ich immer eine, der einen Projekt ausgesucht hatte und ich habe daran gearbeitet, bis es fertig war. Und mit Flosstube denke ich, oh, ich muss immer ganz viel zeigen. Und so habe ich mehrere, aber ich hasse zu viel Whips zu haben. Aber dann denke ich, hey, aber wenn ich etwas anfange, dann werde ich es fertig kriegen. Und ich habe viele Sachen so gekittet, aber nicht angefangen. Ich habe wirklich, wenn diese Hexe fertig ist, dann habe ich nur noch meine Hometown Holidays als Whip. Alles andere schon fertig. Für nächstes Jahr. Das war mein Ziel. So, ich weiß nicht, wie ich dann weitergehen werde. Und wenn ich nur ein Projekt habe, dann ist es etwas langweilig, immer das Gleiche zu zeigen. Für 2, 3 verschiedene Videos. Aber dann werde ich auch langweilig, weil jetzt bin ich gewöhnt, mehr zu machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber auf Deutsch werde ich trotzdem weiterhin Videos machen. Ich habe ganz viele neue Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Sehr nett und lieb. Und es tut mir leid, mein Deutsch ist nicht perfekt. Aber ich hoffe, ihr werdet verstehen. Ich bin immer so dankbar für die Leute, die geduldig sind. Ja. Und ich bin doof. Ich kann nur 2 Sprachen, gell? Meine Kinder, die können alle 3, 4. Ich nicht. Ich bin ein doofer Amerikanerin. Aber bin froh, dass ich doch eine 2. Sprache habe. Okay, ich glaube, das wäre es. Je mehr ich rede, desto häufiger kommt das Husten. So, ich mache mich jetzt fertig. Vielen, vielen Dank. Guten Rutsch ins neue Jahr und bis später. Tschüss.